Hiho und willkommen zurück bei dem Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity 2 Deathfire. Ja, wir hocken immer noch am Ankerplatz der Königin, dank der ganzen Quests, die wir haben. Ich wollte eigentlich schon längst viel weiter sein, aber naja. Ich will halt so viel wie möglich vom Spiel abdecken. Eigentlich will ich alles vom Spiel abdecken, so gut es geht. Weil ich einfach nicht derjenige bin, der irgendwie durch ein gutes Rollenspiel durchwaschen will. Eigentlich durch gar kein Rollenspiel. Ich will einfach immer so viel wie möglich mitnehmen. Und ich denke mal, die Zuschauer, die auch länger bei mir gucken, die werden da auch, denen ist es dann auch lieber, wenn ich mehr abdecke. Ja, ich habe Martinos Ankerplatzleute verscheucht. Das war die Quest. Die habe ich noch gar nicht vorgelesen, glaube ich, weil die immer noch aufs Neu markiert war. Martino möchte ein paar rautanische Seeleute aus der Umgebung der Schenke im Ankerplatz der Königin entfernt haben. Martino möchte eine Gruppe von Seeleuten der königlichen Todesfeuergesellschaft aus der wilden Meere im Ankerplatz der Königin werfen. Er schien eine dauerhafte Lösung zu bevorzugen. Martino erwähnte, dass die Seeleute vor der wilden Meere singen würden. Ich denke, ich habe die Gruppe gefunden, von der Martino gesprochen hat. Sie vergnügt sich auf dem Balkon der wilden Meere. Jetzt muss ich sie nur dazu bringen, zu verschwinden. Ich habe mich um die Soldaten gekümmert. Martino wird mich im Valera-Anwesen erwarten. Ja, ich habe sie einfach mit einer Notlüge vergrault, indem ich so getan habe, als ob da ein Geist wäre. Und die haben mir das abgenommen. So, von dir hatte ich ein Kopfgeld gekriegt. Jetzt müssen wir erstmal hier oben hin gucken. Das ist scheinbar der einzige Weg hier hoch. Ja, das ist nämlich eine Mauer. Weil hier müsste irgendwo der lautenspielende Valera-Junge sein. Oder Valera-Mädchen. Die wir auch noch ausquetschen müssen. Das hier sieht jedenfalls wie der Eingang aus. Also ist das nicht weniger eine Mauer, sondern eher so eine Art Dammweg, wer Herr der Ringe kennt. Also Dammwege sind so... Ah, voll Rotte! Salzwasser im Seil! Ja. Oh, sie haben auf jeden Fall die Gewalt gerade ein bisschen hochgeschraubt im Gegensatz zum ersten Teil. Aber ja, das haben wir gut hingekriegt. Ruf bei der Kataka hat sich gering verbessert. Das ist immer schön. Ja, das ist der südliche Ausgang. Also was ich gerade sagen wollte, Dammwege sind halt... Ja, eben Zugangswege, die wie eine Mauer gebaut sind, wie so eine Art Damm. Um... es noch schwieriger zu machen, in eine Burg oder Stadt einzumarschieren. Weil man hat hier halt wirklich nur dieses enge Gebiet hier. Und das ein ganzes Stück weit, bis man zum Tor kommt. Gut, das Tor hier ist in dem Fall eine Zugbrücke, also kann man da sowieso nicht viel machen. Aber trotzdem ist es besser, die Armee dazu zu zwingen, ziemlich eng auf einen zuzumarschieren, als weitläufig. Um weniger Angriffsfläche zu bieten. So, da ist Silly. Er ist ein Mann. What can I do? Ja, weitaus präziser, aber weniger Angriffsgeschwindigkeit. Ich sollte es mal rausnehmen für den Augenblick, weil meine ja, das sehe ich hier gerade gar nicht, wie meine Angriffsgeschwindigkeit überhaupt ist. Nur meine Genauigkeit. Und meine Durchschlagskraft. Also ich ignoriere 9 Rüstung. Das ist ziemlich viel. Ich könnte mich als meine Rüstung also jedes Mal ignorieren. Ja, gut. Hi. Dieser junge Mann scheint entweder eine Melodie zu komponieren oder auf seiner Laute ein Lied zu üben. Mitten in der Musik hält er inne und blickt zu dir hoch. Er wirkt freundlich. Apologies, Lord, if I intrude upon your peace. Inspiration eludes me still. Oh, meine Vergebung, mein Fürst, wenn ich euren Frieden gestört haben sollte. Die Inspiration entzieht sich mir noch immer. If you are after some scenery, I suggest the far end of the bridge.
It smells better when the wind blows in from the sea, of course. Wenn du einen schönen Ausblick genießen willst, schlage ich dir das Ende der Brücke vor. Es riecht natürlich auch viel besser, wenn der Wind vom Meer kommt. Ich habe einige Fragen. Ich wollte dir einfach beim Spielen zuhören. Esadi Bardato hat von mir verlangt, dir hinterher zu spionieren. Dich davon machen im Augenblick nichts. Ich habe einige Fragen. Oh, sure. What about? Klar, worum geht es? Man hat mir gesagt, wer so bestimmte Arbeiten geht, soll ich mich an dich wenden. Vergiss es, deine Familie wird hinter Bardatos im Streit, nicht wahr? Guess that means you've spent at least an hour or two in town. Ich nehme mal an, das bedeutet, dass du mindestens eine Stunde in der Stadt verbracht hast. Vielleicht sogar zwei. Silly seufzt. Du hast niemals daran gedacht, dich zu rächen? Eine Blutfehde scheint mir nichts zu sein, wo man sich einfach zurücklehnen und abwarten kann. Sehr klug, halte dich besser aus Dingen heraus, die dich nichts angehen. Du hast niemals daran gedacht, dich zu rächen? Not like Martino does, no. My uncle works hard to prove we're not thieves or murderers. Nicht wie Martino das macht, nein. Mein Onkel arbeitet hart daran, zu beweisen, dass wir keine Diebe und Mörder sind. I fear that Persa is going to ruin that for us. She's in the thick of something too big for her. Ich habe Angst, Persa wird all das zunichte machen. Sie hat in ihre Finger in einer Sache, die weit über ihren Horizont hinausgehen. Persa? I caught Cousin Persa running her mouth off about the job Belder got her involved in. Ich habe Cousine Persa dabei erwischt, wie sie gequatscht hat wie ein Wasserfall. Sie hat von diesem Job geredet, in den Belder sie mit hineingezogen hat. Persa's been spending time in the Gullet, in the tavern down there. Maybe she could tell you more. Persa verbringt ihre Zeit im Schlund in einer Schenke die Straße hinunter. Vielleicht kann sie dir mehr verraten. Sorry, I guess you got a mouthful, huh? I really ought to get back to my lute. Tut mir leid, ich habe wohl ein bisschen viel geredet, was? Jetzt muss ich mich aber wirklich um meine Musik kümmern. Ja, wir haben... Genau, ein banges Gefühl, abgedatet. Silly hat mich an Persa versiesen, sein Cousin. Er ist anscheinend auf der Schenke unten im Schlund anzutreffen, die den Namen das Loch trägt. Ja, der Schlund ist wirklich die Slums von Nekataka. What can I do? Aber jetzt werden wir erst einmal uns um das Geldproblem kümmern, was also vom Schiffsbauer. Das ist nämlich, nein, nicht die Stürme. Genau, die Not des Schiffsbauers. Beutelschneider haben Captain Rodara überfallen und Samas Geld gestohlen. Der Überfall fand in den nördlichen Gassen des Angerplatzes der Königin statt. Der Anführer dieser Piratenbande ist mit einem Hauswolf unterwegs. Vielleicht kann ich den Wolf beruhigen und aufnehmen. Noch einen Wolf als Haustier zu haben, wäre nicht schlecht. Ich denke nämlich mal Fenris. Wie habe ich ihn jetzt nochmal genannt? Fenrir. Hätte gern einen Freund. Dumm-di-dumm. Also ja, die nördlichen Gassen, das ist das hier Behold, oben. Aethys is risen again. He is glorious in form and purpose. Haben wir eigentlich mit dir schon geredet? Long shepherds us all, traveler. Seek out his temple along the sacred stair. That thy path shall be made clear. Ja, da müssen wir eh noch hin für Edda und Xoti. Wächter, ja. Hier sind die Zauberkünstler, mit denen wir gerade nichts am Hut haben. Ich denke mal, wir müssen eher uns mit denen hier hinten rumschlagen. Nein. Sie hat uns wahrscheinlich nichts Neues zu sagen, oder? Apreta, what do you want? Apreta, was willst du? Du siehst aus, als könntest du das gebrauchen. Agrasima. Sie nimmt das Ei mit beiden Händen und legt es vorsichtig in eine Tasche. That'll staunch my pains for an evening at least. Das wird mich meine Schmerzen für mindestens einen Abend vergessen lassen. Warum auch immer wir ihr einen eingegeben haben. Nasenale. I guess cutting me loose was cheaper or a few bites of bitter squash. Hm.
Weißt du etwas über Piraten hier in der Gegend, die Samabe, das Ding? If they are the same ones who robbed Radora blind. Ark, vorausgesetzt sind dieselben, die Radora nach Strich und Faden ausgeraubt haben. Sie wischt mit ihrem zerfledderten Ärmel über ihre Nase. The boss and his wolf sleep their fun off by day. Bei Tag schlafen der Chef und sein Wolf den Rausch aus. But by night, he and his Botzel friends keep to the alley, giving out bruises for coin. Aber bei Nacht streifen er und seine Basso-Kumpane durch die Gasse und verprügeln die Leute, bevor sie sie ausrauben. Sie sollte in die entgegengesetzte Richtung. Na, danke. Dadurch wissen wir jetzt mal was. Die Wande schläft tagsüber und macht nachts Ärger in den Gassen. Kein Problem. Haben wir uns eigentlich schon hier um die Schiffsverwaltung gekümmert? Du bist immer noch verletzt, ja? Wir haben aber noch genug Medizin. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten. Ich finde es lustig, der Tag hier hat 26 Stunden. Warten wir mal 7 Stunden. Hm? Certainly. So. Da sind sie auch schon. So she asked him what he calls that trick, and he says the Consuelo. Ich habe die Schurken gefunden, die Samar-Schwierigkeiten verantwortlich sind. Sie machen die Gassen im Ankerplatz der Königin unsicher. Wolfgefährte, ja. Absolutely. You the one causing trouble in Cotter's neighborhood. Bist du der in Cotters Nachbarschaft Ärger macht? Die Wölfin an der Seite dieses Mal sträubt sehr fett und knurrt. Er beruhigt sie und tätschelt sie hinter den Ohren. Dabei bleibt sein Blick stets auf dich gerichtet. Ich dachte, Remaros Wempe hätte bessere Freunde. Cotter wirft einen Blick auf Seraphin. Oh, a friend? So you still be doing that old referring yourself by name thing? Would have thought it of course you enough lies by now to be dropping that affectation. Ahoi, Freund. Du sprichst immer noch von dir selbst in dritter Person, was? Dachte, diese Affektiertheit hätte dich mittlerweile genügend Schäferstündchen gekostet, dass du es endlich sein lässt. Cotter has not missed the sound of your voice, Seraphin. Cotter hat den Klang deiner Stimme nicht vermisst, Seraphin. Your smoke and mirror ghosts do not impress Kalezia, and they do not scare Cotter. Eure Geister sind Schall und Rauch. Celestia ist nicht beeindruckt und Cotter fürchtet sie nicht. Zwischen den geflitschten Zähnen der Wölfin hängt ein dünner Faden Speichel herab. Sehr schön. Sorry, Valian names all sound the same to me. Which one is the pretty wolf? Valianische Namen klingen für mich alle gleich. Wer war noch mal die hübsche Wölfin? You'll know soon enough. Du wirst es noch früh genug erfahren. Cotter bleckt auch Edda gegenüber die Zähne. Okay. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Fenrir wird deiner Celestia gleich eine Pfote ausreißen. Hagrim findet sie amüsant und das reicht Hagrim. Geister aus der Zwischenwelt holen. Schall und Rauch, ich denke nicht. Bist du der, der Samar Ärger macht? Fragen wir mal direkt. Samar has money problems. Cotter has solutions. The little man doesn't know how to count his coins. Samar hat Geldprobleme. Cotter hat Lösungen. Der kleine Mann weiß nicht, wie man Münzen zählt. Cotter heard a newcomer was talking with Samar. Cotter hat gehört, dass ein Neuankömmling mit Samar gesprochen hat. Seine freie Hand geht zur Waffe an seinem Gürtel. Wrong play, Cotter. Let's be keeping this a friendly fucking chat. Lest the captain be calling your raise. Schlechte Idee, Cotter. Lasst uns plaudern wie die allerbesten Freunde oder der Captain geht locker mit, wenn du den Einsatz erhöhst. Seine pelzige Hand liegt nahe seiner eigenen Waffe. Look, Celestia. Your supper comes with blue fur. Sieh mal, Celestia. Heute hat das Abendessen ein blaues Fell. Er stupst die Wölfin an, die mit einem tiefen Knurren antwortet. Tell the shipwright to accept Cotter's deal before he suffers another setback. Sag dem Schiffsbauer, soll Cotters Angebot akzeptieren, bevor er noch einen Rückschlag erleidet. Warum hast du es auf Samar abgesehen? Samar kann Principi-Ships afloat. Samar kann Principi-Schiffe über Wasser halten.
Er kneift die Augen zusammen. Kotta tires of seeing his family sailing derelict wrecks. Kotta hat es satt, dass seine Familie mit schäbigem Wachs segeln muss. Was denkst du, Seraphin? Gotta ask, Cap. A Principy deal be the all-round winner. Musst du das wirklich fragen, Captain? Ein Geschäft mit dem Principy wäre der echte Gewinner. Der Oleader zuckt mit den Schultern und fährt mit der pelzigen Hand über seinen geflochtenen Bart. Zamar gets himself steady work. The pirates know they're looked after. And you and me get a shove off from this mess with a Principy favorite in our hold. Chart another course risks running us aground of everyone's bad side. Zamar hat regelmäßig Arbeit, die Piraten wissen, dass sie gut versorgt sind und die Principy schulden uns beiden einen Gefallen. Wenn wir von diesem Kurs abweichen, laufen wir Gefahr, es uns mit allen zu verscherzen. Better that you listen to the hairy piglet. Hör besser auf dieses haarige Schweinchen. Kotta nickt und blickt von Seraphin zu dir. Kotta will see that his Casita knows your name. There's also a coin to spare. Ah, Casita ist Captain. Kotta wird dafür sorgen, dass sein Casita deinen Namen kennt. Außerdem ist Geld für dich drin. And Kotta will get you the Principy discount on Zamar's goods. Deal?